Oh ja, und wie sich das lohnt. In diesen Nebenmissionen kriegt man richtig gut Zeug. Deswegen werden wir es auch versuchen, alle Nebenmissionen zu machen. Ja. Sag ich dir, oder? Bin ich auch hier. Hä? What? Kein Marker. Wo bist du? Was siehst du? Ich gehe zur Puppe hin. Was für eine Puppe? Du siehst die Puppe nicht? Ich sehe nichts. Du hebst Luft hoch. Was hast du für Halluzinationen? Ich habe eine Puppe und da ist ein Marker. Ja, den Marker sehe ich, aber die Puppe nicht. Du wirst es ja im Let's Play sehen, was ich da für eine Puppe war. Ja. Tim. Was zur Hölle war das denn? Ah, Scheiße, mich jetzt erwischt! Von wo? Auch von hinten. Verdammt, helft sie mir! Hey, was? Was tust du die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass hier jetzt. Bei mir sind zwei Viecher, Tim. Immer nachladen. Oh. Haben wir es? Ich glaube schon. Okay. Jetzt erstmal alles Zeug einsammeln. Hier hinten ist noch ein bisschen was für dich. Du wirst ja im Let's Play sehen, was ich gesehen habe, ne? Ja, ich denke auch. Hier ist eine Waffenbank. Na, man kann nicht mehr. Explosionsmodul, elektrische Aufladung, Platine. Werde ich gleich. Warte, was ist das hier? Nur irgendein Partnerteil. So, ich kann die Schrotflinte bauen, Tim. Ah, cool. Soll ich das mal machen? Mach ruhig. Obwohl, ich guck einfach mal, was ich so bauen kann. Ich habe einen schweren Standardrahmen. Ich kann einen schweren Rahmen herstellen. Weißt du was? Ich baue mal die Schrotflinte. Gut, der Militärantrieb ist ja nicht so geil. Munitionssammler? Nee, brauchen wir nicht. Nee, ich kann safe. Ich weiß nicht, wo. Ich glaube, ich mache die gegen meine schlechte. Ein Tesla-Kern. Wo? Tim, warte. Nein, warum hast du mir das nicht früher gesagt? Drauf geschissen. Drauf geschissen. Alter. Wo ist denn der Tesla-Kern, wenn ich dich fragen darf? Der Tesla-Kern ist ganz cool. Wo ist der? Den habe ich hergestellt. Wo, wie, hä? Du kannst auf neue Erweiterungen und so weiter gehen und dann kommt das da. Mach mal ein Spiel, das ist ein Plasmakern, das noch mehr reinmacht. Das ist ein Plasmakern. Hä, wo? Geht nicht mehr. Upgrades. Dann machen wir irgendeine coole Spitze. Ich habe Militärantrieb. Okay, den fand ich, der brachte es jetzt nicht so. Nee, in der Schrotflinte. Elektrische. Sehr nice. Alter, wir haben hier die Überwaffe. Mach mal oben mehr Schaden. Nachladen und Feuerrate. Mach mal oben mehr Schaden. Haben wir keinen mehr, schade. Wie kannst du dir denn verdammten Plasmakern herstellen? Oh. Du gehst einfach auf neue Tools herstellen. Ja, sagen wir es so, meine Schrotflinte hat ein bisschen was gekostet. Ah, okay. Zeig mir die mal. Dieses Objekt stattet ihre Waffe, ihre Projektile unter den Benutzer mit der... Setzt Projektile unter Strom. Den habe ich auch jetzt. Wow. Oh, look at this.
Nee, diesen. Den entferne ich und tu den auf. Komme, was wolle, ich bin gewappnet. Moment, kurzer Test. Ja. Läuft. So, Tim, ich habe jetzt auch ganz gute Waffen, glaube ich. Ich glaube, ich stelle mir mal noch ein paar Medigels her. Wie denn das? Sicherheit. Kannst du auch in der Bench. Objekte herstellen. Oh ja. Was bringt ein Medipack Q? Ich mache erstmal ein paar Munitionsclips. Ich glaube, Munition habe ich genug. Ach so, stimmt. Ja, reicht. Stasepads noch. So, Tim, jetzt zeig mir mal deine Waffe, bitte. What? Tim, yeah. Das ist unfair. Also, das ist meine... Oh, wie süß. Wie hast du das denn gemacht? Ich weiß nicht, Wenzel hat den Grundbaustein gelegt. Geh mal dran. Geh eigentlich dran. Mach du mal. Aufheben. Oh. Nein. Nein, nein. Wie kann ich was ablegen aus dem Inventar? Moment. Ich geh mal kurz in den Safe. Ich bin mal gespannt, was du gleich alles da machst. Tim, ich hab dein gelbes Viech bekommen. Den Plasmakern. Streuung habe ich bekommen. Streuung? Ich organisiere mir Plasma-Kern, jetzt auch mal ein bisschen. Plasmakern, kompaktische konische Streuung. Kompakte konische Streuung. Ab dafür. Oder warte, dreh mal schicken. Okay, nee, das ist so ganz praktisch eigentlich. Machen wir den Plasmakern weg und irgendwas anderes. Was ist denn diese Streuung? Das ist das von dem Dingsbums. Die Fraktionsbums. Oh! Jawohl. Tim, ich zeig dir mal meine Waffe. Ich weiß, die ist nicht so hammer wie deine, aber wurscht. Ich will noch wissen, wo ich die konische Streuung finde. Das ist Toolspitze. Toolspitze? Also rechts das Viech. Du musst aber erst ein unteres Tool herstellen, damit. Ich hab nichts dergleichen. Doch, hast. Tim, guck dir mal das hier an. Ah ja? Moment, ich lass es jetzt erstmal so. Also die Pumpe sieht nett aus. Also, Tim, also ich weiß, du wirst mich nicht drum beneiden, aber guck mal. Oh ja, ist auch nicht schlecht. Warte, ich habe eine Idee, ich mach noch mal kurz was anders. Joa. Keine Ahnung, schauen wir gleich. Nee, sieht nicht so geil aus, ist aber vielleicht effektiver, wer weiß. Alex, kommst du? Ja, ich mach noch kurz was. Ich hab jetzt nur mal meine. Ich hab nur meine Pumpe. Ich hab meine Pumpen jetzt ganz kurz ummodifiziert und zwar falsch rum. Okay. Damit die deiner Waffe etwas mehr ähnelt, wenn du weißt, was ich meine. Guck mal. Wow! Tim, guck mal meine Waffe an. Bitte. Guck mal, bitte. Ich hab die ähnlich. Tim, guck mal meine Pumpe an, die ist genauso gut. Oh, du meine Güte. Ja.
lass dich mal kurz. Oh! Oh, Tim, meine Waffe ist jetzt ähnlich gut wie deine, darf ich mal behaupten? Nein, falsche Behauptung. Nee, ich hab doch jetzt auch das gelbe Viech mit dem Rückstoß. Ich hab schon längst wieder was Geileres. Zeig mal bitte. Komm erstmal hier rein. Okay, da gab's nicht so viel. Zeig mal bitte, was hast du denn so Geiles? Das da unten drunter? Tim? Sieh dir das rein. Kommen Sie, den Weg wieder zurück! Leck mich am Arsch, ernsthaft. Oh, wieder Vakuum. Toll. Toll. Sie müssen die Lebenserhaltungssysteme zerstört haben. Sie können denken? Sie wollen uns in dem Schiff einschließen. Wir müssen hier raus. Niemand. Warte, B. Dann lass zuerst da hinten lang. Ja, dachte ich mir auch. Ach, Koop ist so geil. Vor allem, weil du so viel besser bist als ich mit deinen Waffen. Aber es macht wirklich Bock. Ohne Wetzel wäre ich nicht auf die Idee gekommen, da immer mehr Zeug dran zu platschen. Und vor allem, dass man... Oh! Oh, hinter uns! Wo? Ja, überall. Oh, unter mir ist einer. Habe ich gar nicht bemerkt. Hinter dir. Oh. Ich wäre fast gestorben. Oh, scheiße, ich belebe dich mal wieder, denke ich. Hey, wo ist der? Tot. War es das hier? Nee, hier lang müssen wir. Okay. Wo? Okay, wir gehen vorne auch lang. Was bringt der Fahrstuhl? Warte, erst hier rein. Ja, hast recht. Hä? Waren wir hier vielleicht schon? Im anderen Schiff waren wir hier. Keine Ahnung, aber da wir nicht mehr zu viel Luft haben, lass uns erstmal lieber dem Hauptweg folgen. Shit, wenn wir das jetzt verkacken, schnell. Hä, hier waren wir schon. Ja, ich glaube, jetzt geht's einfach nur noch schnell, ums Rauskommen. Schnell raus. Ist das hier der richtige Weg? Ja. Ja. Hier ist nämlich. Ah, hier ist auch die Sauerstofftank. Können wir nochmal zurückgehen jetzt? Oh, hinter mir! Ich... Wow! Das ist so schön, diese Sauerstofftank. Nee, wir waren da ja schon. Okay, ich gehe als erstes auf die Leiter. Nein! Achso, von da aus. Scheiße, ich dachte von der anderen Seite. Ich wette, hier oben ist gleich jemand. Nein, hier unten war einer. Hier oben auch. Gut, dass ich die alle wegsprengen kann. Oh. Hey. Das ist aber nicht meine englische Art. Tim, wir müssen. Geht's dir noch gut? Oh, Tim, Hilfe! Ich bin tot. Wie? Ganz tot? Der hat einen Blitz auf mich geschleudert. Der hat mir meinen Kopf abgerissen. Das war Tim. Und dann wurde mir der Kopf abgerissen. Das ist aber schade. Dann laufe ich mal vor. Partner auf der Platz. Mensch, bist du fett. Wer? Okay, wir gehen ganz schnell weiter. Deal? Ja. Schlechter Deal. Ich bin durch. Deal. Auf geht's. Es geht doch zu zweit. Nee, ich hab nichts gemacht. Was war's, Körper? Was hat er Ihnen gezeigt? Oh? Tim, wohin müssen wir? Zur Sauerstoffstation. Da hinten. Scheiß drauf. Viel Luft ist immer gut. Ein bisschen Luft.
muss sein. Hier ist ein O2. Sagt die Biene zu dem Stachelschwein. An dieser Stelle viele Grüße an den Peer. Heavy. Na, du musst dir eine Stelle aus Dead Space 1 dafür anschauen. Hä? Bitte nochmal sagen. Ein bisschen Luft muss sein. Sagt die Biene zu dem. What the fuck? Sag ich nur. Was? Ich zeig dir die Stelle nachher mal. So, dann okay, ich schätze, wir müssen Entschlüsselungscodes runterladen. Das haben wir hinter uns, oder? Ich glaube schon. Weil das da immer noch dran steht. Dann geh einfach Greedy. Mal. Wir, haben aber wir waren aber schon da drin. Wir machen mal mit der Hauptmission weiter. Ah, ich habe gerade so Spaß daran. Ich auch. Lass doch den armen Wenzel mal. Der wollte nicht. Willst du übernehmen? Boah, ich hoffe, meine Festplatte reicht aus. Okay, wenn ich das nächste Mal sterbe. Beim nächsten Mal, ja, die schafft das. Sonst machst du kurz Unterbrechung und schmeißt irgendwelche unnötigen Folgen weg. Nee, das ist alles AC, was ich da ungerendert drauf hab. Dann fang mal an. Du Massenproduzent. Hey, nur weil ich ab und zu mal was aufnehme. gesagt sein muss. Welche Folge ist gerade draußen? Ich glaube Folge 18. Und ja. Auf meiner Festplatte habe ich bis Folge, ich glaube 40. So, auch. Oh, wir sind innerhalb. Lustig. Ich bin in der Terra Nova. In welcher Richtung ist das Shuttle? Tim, schwebt doch mal mit mir hier oben. Ist es himmlisch. Nur, dass der Shuttle außer Betrieb war. Sie wollten es aufladen. Super, also weiß niemand, was genau ist. Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben. Ich sehe mich mal im Schiff um. Captains, schauen Sie nach, kommen Sie mit nach oben. Hier oben ist es himmlisch. Never. Oder wie ging das nochmal aus Traumschiff Surprise? Ich dachte jetzt eher an Peter Pan, aber gut. Nee. Schwerer Standardrahmen, wo? Tim, kannst du den schweren Standardrahmen aufnehmen? Den habe ich schon aufgenommen. Ich hoffe, ich habe ihn aufgenommen. Tim, wir beide mit unseren fetten Knarren hier einfach. Ey, Wenzel, lass mal wieder etwas Wichtiges sehen. Mal gucken. Den wollte ich eigentlich benutzen. Wir können doch zusammen benutzen, oder? Nein. Warte, wollen wir einen Seven-Anzug oder Eva-Anzug? Gibt's nur die zwei? Dann nee, oder den alten. Ich mag den N7. Guck mal, was du alles noch nehmen kannst. Und deshalb gehe ich jetzt weiter. Tim, ohne bitte dich. Guck du mal, was du nehmen kannst, ja? Das werden die gleichen sein, glaub nee, mir. Und weil jetzt du hast den Special Forces Anzug vermutlich nicht, dafür irgendeinen anderen. Weil diesen Special Forces Anzug war dieser Anzug, den ich vorher anhatte, diesen ganz komischen. Ich habe als Alternative den Eva-Anzug. Und sonst noch was? Nur N7. Ich habe, wie gesagt, Special Forces und Eva. Und stimmt, hier kann man die Rig upgraden, das ist gut zu wissen. Was kann man upgraden? Die Rig. Wie, was upgraden? Oh, das ist sehr gut. Ich muss gleich auch mal probieren. Was ist eigentlich am Rücken rechts neben der Gesundheitsleiste, die Anzeige? Das ist Stase. Okay, ich finde, Luft haben wir erstmal genug. Ah nein, warte. Chinese ist relativ unnötig. Die Dauer der Stase wäre noch gar nicht so unschlau. Da können wir mehr aber auch erstmal nicht machen. Okay. Wenn du willst, geh nochmal dran. Das Leben? Ja. Upgrade Gesundheit Panzerung. Ich bin jetzt einmal auf Gesundheit und einmal auf Panzerung. Dieses Spiel ist prädestiniert für Screenshots, weil es keine Bedienelemente hat. Warte. Panzerung. Boah, Entschuldigung, wenn jetzt bei dir das Spiel pausiert, aber ich muss mal kurz den Afterburner starten. Warum? Weil ich Screenshots machen will. Dann, ach, willst du dann wieder die Dingsbumsies machen? Die Thumbnails? Ja. Sowieso. Gut, die werden dann hoffentlich auch alle da sein, weil wir so viel Zeit dafür haben. Wieso öffne ich Skype im Vollbildmodus?
Könntest du mal bitte weitermachen? Ja, tut mir leid. Irgendwie hat der Afterburner nicht. Ich muss nochmal kurz. Na. Ich hab's fast. Hä, der ist doch an. Ah, yes. Okay. Altmetallkosten, was das? Damit wird die Reichweite um 2 Punkte erhöht. Energiedauer nachladen. Nicht zu blöd, die Tasten zu finden? Nee. Da haben wir es doch. So, dann Luft. Was? So, Tim, ich hab's vollkommen geladen. So, Leute, einen Moment, ich mache jetzt kurz mal Pause und bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt nämlich gucken, wie viel Speicherplatz ich noch habe. Bis dann.